Die Karriere von Hannah Schnauf begann im Dezember 1999, als sie erstmals an FIS-Rennen teilnahm. Zwei Jahre später folgten die ersten Einsätze im Europacup. Im Dezember 2004 bestritt sie ihr erstes Weltcuprennen, den Super-G in Lake Louise. Bisher schaffte sie es im Weltcup nur ein einziges Mal aufs Podest. Am 6. März 2010 wurde sie in der Abfahrt von Crans-Montana überraschend Zweite, nur eine Hundertstelsekunde hinter Siegerin Lindsay Vonn. Die 28-Jährige aus Olang hat an drei Weltmeisterschaften teilgenommen, 2007 in Ore, zwei Jahre später in Val d'Isère und 2011 in Garmisch-Partenkirchen. Ihr bestes Ergebnis war der 6. Platz in der Superkombination in Val d'Isère. Für die Olympischen Winterspiele 2006 in Turin war Hannah Schnauf qualifiziert, fiel aber eine Woche vor den Rennen verletzt aus. 2010 in Vancouver verpasste sie hingegen als Vierte des Super-G eine Medaille nur ganz knapp. 2010 wurde Schnauf auch zur Südtiroler Sportlerin des Jahres gewählt. Vor zwei Wochen stürzte Hannah Schnauf beim Riesentorlauftraining in Argentinien schwer. Neben einem Meniskusschaden zog sich die 28-jährige Pusterin auch einen Kreuzbandriss zu. Die Olangerin wurde am Freitag in der Privatklinik Hochrum in Innsbruck von Dr. Christian Fink bereits operiert. Am Sonntag wird sie zur Reha nach Bad Wiessee aufbrechen. Sie wird nun für mindestens 6 Monate ausfallen.